Diese beiden sind eine Seltenheit. Koala-Dame Nell hat Zwillinge bekommen, was bei den Beuteltieren sehr ungewöhnlich ist. In einer Koala- und Wildtier-Auffangstation auf Raymond Island im Süden Australiens haben Tierschützer erst vor wenigen Tagen entdeckt, dass sich mehr als nur ein Baby in Nells Beutel versteckt. Die Kleinen sind etwa 4 bis 5 Monate alt. Koala-Babys kommen nach 35 Tagen zur Welt und werden dann, weil sie anfangs noch nackt, blind und nur etwa 2 cm groß sind, weiter im Beutel ihrer Mutter gesäugt und wachsen dort etwa 6 bis 7 Monate weiter. Diese beiden haben nun langsam das Alter, in dem sie sich auch mal neugierig aus ihrem sicheren Beutelwagen erreicht. Mama Nell ist ja schließlich da und kann einen beschützen. Und genau das scheint sie hier auch zu machen. Mit dem Filmen ist ja auch irgendwann mal genug. Man will ja schließlich auch in Ruhe seine Eukalyptusblätter essen und selbst schauen, was der Nachwuchs da so in dem eigenen Beutel treibt.